Hallo liebe Survival-Freunde, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind immer noch im Militärlager, das heißt, wir ist Irex. Hi. Und unser Löckchen, unser Luxor. Mahlzeit. Ja, mein Name ist Atahum und wir wollen jetzt erstmal zurück zur Base, damit wir zurücklaufen und uns auf, vorbereiten können für irgendwelche schönen Sachen. Oh, Roller. Beschütze mich noch ganz kurz. Ich muss ganz kurz nochmal. So, Irex gecheckt. Guck mal, da ist noch was. So. Und ich möchte mal an dieser Stelle jemanden grüßen. Und zwar Nadine alias Poison Swarm. Und mich mal bedanken, dass sie so fleißig bei mir in letzter Zeit kommentiert hat. Und aktiv war und sie findet, soll ich einfach mal weiter ausrichten, dass wir sie sehr gut unterhalten mit unserer Spielweise und so weiter. Danke, Nadine! Bin ich gedrückt. Und Nadine weiß ich nur, weil sie sich selber immer aufregt, wenn sie Fehler macht und sagt, ja, Nadine, das war doof. Ich kenne sie persönlich nicht. Ist ja fast wie bei uns. Wir sagen nur immer, Ata, du bist doof. Ja, das ist ja was anderes, aber na. Dachte ich mal, kann man mal erwähnen. Ah. Also man, oh, ein Hund. Ja, komm, gerade auf dich zugelaufen. Einmal schön dem Irex nach. Oh, verzogen. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Irex, du stinkst am meisten scheinbar. Oh, ich blute. Ne, ich blute. Brauchst du einen Verband? Ja. Ich hab hier welche, aber die kriegst du nicht. Oh Mann, ich bin so nee, brauchst du echt? Wenn ja, dann komm her. Ja, ist schon zu spät, ich bin tot. Komm her hier. Hast du Brot? Ich hab schon. Okay. Ich hab doch hier eben zwei Nester gesehen. Wo waren denn jetzt hier die beiden Nester? Denkst du, ich bräuchte deine Unterstützung? So. Nee, du doch nicht. Also ernsthaft. Ich würde mich an eurer Stelle da ein bisschen wegbewegen. Wenn ein Hund da ist, kann auch ein zweiter da sein und ein dritter. Mama! Hilf mir! Mama ist nicht da, ne. Mama Atta? Nee, was? Mama Watzi. Die ist nicht da, die Mutter Watzi. Die hat sich ja diesmal außen vor geschlichen. Ihr seid Kollegenschweine, lasst mich hier einfach zurück. Ja, Was war's? Auch lieb, Atta. Wir haben Atta gar nicht lieb. Erzähl ihm nicht sowas, sonst glaubt das noch, Irex. Soll er ja. Dum-dum-dum-dum-dum. Mach ich wieder was, Feuer ist fertig. I'm bad im Kornfeld. Aber er darf singen, oder wie? Ich ja. Darf singen, ich hab mehr Skill als du. Ich durfte auch die Bonnie Tyler Gedächtnisstimme nachmachen. Die sieht die Krone wohl, das sieht jetzt auch scheiße. Aber nicht so schlimm wie dein komisches Kicherrolle da. Atta, verrat mir doch mal bitte, wieso unser Brunnen hier so ein bisschen defekt aussieht. Weil ich ihn kaputt gemacht habe, weil Stein braucht so. Kannst du ja Stein sammeln und reparieren. Ja, und hier im Lager habt ihr hier jetzt Beton gesammelt, oder was? Oder wieso sind hier überall Löcher drin? Ich hab Stein gebraucht. Das ist das ein fauler Hund. Wir haben draußen eine Mine und der grast hier im Lager ab. Junge. Ja, aber mal so. Kann man mal machen. Ne? Kann man mal machen, ja. Das sind Zombies, kommen stolpern die hier. Ich hab Stein gebraucht. Lass mal hier alles schön zerlegt, Junge. Ach ja. Man gönnt sich ja sonst nicht. Ich habe hier noch 1650 Steine in der Tasche. Oh, kannst du da nicht fortschmeißen. Rocket Launcher Parts habe ich. Wann habe ich denn die gesammelt? Orange. Gestern? Gestern habe ich nicht gespielt. Nein. War hier nur so Vermutung? Also ich bin da deinen Wasserkopf weg. Ich komme sonst die Kiste ran. Oh, jetzt bist du da dran. Unten links ist Sand. Unten links, ja, keine Ahnung. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Denk immer dran. Nee, wirklich. Doch, doch, ist so.
Unten, die Seite von links, da ist da top über 1000 Sand drin nochmal. Ja, da bringst du hoch. Nee. In der Medizinkiste habe ich übrigens ein neues Werkzeug für euch reingepackt, ne? Oh, cool. Packe ich dir mal mein altes rein. Wem gehören die Vitamine da? Schluckst du doch einfach. Oh fuck. Ich luxe sie jetzt einfach. So, jetzt. Jetzt beginnt hier wieder die ganze Fuselarbeit. Nimm ich irgendwas mal ein Schlückchen. So. Hab dich hier noch irgendwo Pfeile? Steine kommen oben auch gleich in den Betonmischer oder was? Ja, einfach in den zweiten Betonmischer alles reinschmeißen. Pfeile sind die wenn in der dritten Kiste oben. Oder in Kiste oben da. Zweiten von rechts. Da wollte ich auch nicht hin. Ah, hier. Ah, das dritte? Ja. So. Dum 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 dum, genau. So schön, so wunderschön. Ja, bin ich und nun? Du bist so hübsch, Alter. So, so bildhübsch. Hübsch gegen die Wand gerannt. Wir können ja, wir haben ja noch ein bisschen. Aber, nee, nicht wirklich. Wir können ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumbuddeln. Um vielleicht noch das eine oder andere nette Item zu bekommen. Wofür waren die Vitamine? Ich schluck die gerade, ich weiß gar nicht, wofür die sind. Vitamine geht dir Wellness und Wellness, damit du mehr Ausdauer und mehr Lebenspunkte kriegst. Okay, funktioniert gerade irgendwie nicht. Oder muss man davon mehrere schlucken? Nee, das sind die Weißen. Ja. Du hast. Achso, nee. Nee, ich habe gerade die Vitamine genommen. Und die Weißen, die Painkillers habe ich hinterhergeballert. Weil ich nicht genug, nicht volles Leben habe. Alter, die Löcher werden hier mal größer, ich fass es ja. Ja, ja. So, da haben wir Zement drin. Ja, mal gucken, was die Baumwolle draußen macht. Was mache ich mit den Concrete Blocks? Ja, die packst du dahin, wo die anderen sind. Du bist lustig, ich sehe doch hier gar nicht, wo hier irgendwas ist. Kannst du mir doch nicht hier irgendwas sagen? Bei deiner Ordnung sieht man hier doch gar nichts. Bei meiner Ordnung. Oder Eirik seine Ordnung, je nachdem. Zweite unten links. Da kannst du die Konkrets reinpacken. Dum 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 dum. Zweite unten links haben wir. Da sind. Hä? Da sind Nahrungsmittel drin. Was? Zweite unten links, nicht unten rechts. Ich muss schon mal Deutsch mit mir reden. Da sind sie doch. Ja? Lesen, zählen muss man können, ne? Nee, das war die zweite. Arsch. Ja, das war halt nur von rechts, ja. Kann ja mal passieren, oder? Lol, ja, hau ich. Hält doch nicht so, Mann. Rezept. Cutten links, da rum ist da so. Mach ich mal. Ja, wenn euch wundert, wir haben unter anderem auch, ein bisschen vorgearbeitet, für die, die es jetzt verpasst haben sollten. Wie Alex und ich? Ne. Wir haben halt noch ein bisschen, also Alex hat noch neue Spikes gesetzt. Für die Horde, die dann am nächsten Tag kommt. Batzi und ich unter anderem haben halt noch ein bisschen vorgesorgt und Stein und Sand besorgt. Und Luxor natürlich auch in der vorletzten Folge. Drittletzten Folge irgendwie so. Naja, wir bereiten halt unseren Umzug vor. Deswegen brauchen wir viel Konkret. Um halt Zement aufwerten zu können. Weil Zement haben wir ja auch die Blöcke, die Concrete Blocks. Weil wir unsere Base aus Beton haben wollen. Genau. Ja, da seht ihr ja 1000, 2000, 3000 und ein paar zerquetschte. Oben haben wir auch noch ein bisschen was. Also, das können wir auf jeden Fall
was ordentliches bauen. Wir wollten jetzt auf jeden Fall noch die Horde abwarten. Und dann war der Plan mit, was soll ich ja umziehen? Ich ninja jetzt einfach so. Wir brauchen ja einen neuen Lebensraum. Nee, ich ninja nicht. Wenn noch ein. Nee. Wo ist ein Papier? Munition oben drin. Da, ja, ich hab schon. Hätte ich auch ohne dich geschafft. Und wo schmeiß ich Brass hin? In die Forge. Wäre ein bisschen langweilig. Stimmt, da wo es immerhin ist. Und Steine in den Mixer gleich, wa? Ja. Warum war ich jetzt hingegangen? Man weiß es nicht. Illuminati. Illuminati. In den rechten Mixer schmeiß ich die immer, wa? Die Steine. Ja, genau. Irgendwas habe ich. Ach ja, genau. Springs brauchte ich. Weiß nicht wie viele, aber machen wir so. Brauchen wir Stahl. Ich 10 müssten reichen. Ne, glaube ich 12 waren das. Ja, bald kommt auch die nächste Welle, meine Herren. Ja, 24 Stunden in Game Zeit. Eriks und seine Baumwollplantage, Alter. Junge. Ich sorge nur vor, ich baue gleich haufenweise Splits und sowas alles. Boah, genau. Damit wir auf jeden Fall versorgt sind. So, haben wir auch schon mal. Ich habe ja auch. Kann man nicht stacken? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wieso ist die Kiste hier hinten eigentlich abgeschlossen? Das wollen wir doch alle mit Sicherheit mal wissen. Ja, weil da meine Kiste ist. Ach, der Herr hat eine Privatkiste. Oh, Eirix ist gerade auf der richtigen Höhe. Dort sind die Minibike-Teile drin und der Spann. Hatte ich noch abgeschlossen, weil wir einfach noch nicht genug hatten. Nicht, dass ja jemand über die ganze Zeit rumcruisen ist. Dieser jemand fängt mit A an und hört mit Rix auf, oder? Wie Rix? Ja, Ede Rix, genau. Fängt mit Ei an, Ei. Haben wir Aloe Vera Pflanzen? Ja. Haben wir. Oder? In der Medizinkiste? Ja? Oder in der Futterkiste? Munition. Das ist es nicht. Hm. Ah, hier. Nee, das ist Fett. Das ist Joker. Nö, haben wir nicht. Musst du eigentlich. Haben wir aber nicht. Siehst du aber wieder nicht. Da. Alex, der Blindfisch. Kommt geil, selber her, hier ist nix. Oder nicht? Aber das sind Hörbe. Ja, hier und her auf Handeln. Alter, mit den lilanen Echsen baust du ja richtig fett Holz ab, wa? Allgemein. Mit den Fingers. Naja, jetzt habe ich hier 87er Haufen. Davor war ich immer nur so bei 20er. 43, 87, 43, 86, 100. Ja, wenn du eine Langeweile hast, kannst du ja. Also ich hab ganz wichtig Schätze mit dir. Kannst du beigehen. Einmal Nitrat nehmen, einmal Lump of Coal und Gunpowder herstellen. Das hilft. Ja, das hilft dir am meisten, weil du dich noch Skillpunkte unten kriegst. Ja, gerade ein paar Splints herstellen und sowas alles. Sind die Spikes hier mit Absicht eigentlich kaputt am Eingang? Ja, damit man mit dem Miniball rein rausfahren kann. Also auf der linken Seite. Aber wir warten doch noch die Welle ab, oder? Ja, ja. Na, dann könnten wir die doch theoretisch nochmal neu machen, oder nicht? Ja, ich hab, wir hatten es nochmal abgebaut, weil wir wegen Farmen, was denn ich, gestern haben wir mal Minibikes getestet, ob das noch funktioniert. Und da hiermit hoch runterfahren kann. Ja, von daher. Ja, und wir müssen auf jeden Fall nach dieser Welle umziehen. Auch für die Leute fragen, warum wir uns unbedingt verdrücken wollen.
Weil hier ist alles aus Holz. Und wenn Spucker kommen, die spucken da mal drauf und dann ist es weg. Weg. Und noch eine als Idee, was ich hatte, war, dass wir in der neuen Base mit Strahlern arbeiten. Ja, finde ich auch gut. Aber sind die nicht teuer? Kostenfaktor und so? Nee, du brauchst nur einmal einen Motor und einmal eine Headlight. Ja, für einen Strahler. Ja. Haben wir schon so viel Krempel gesammelt? Strahler findest du für jedem Auto. Ja, die Strahler ja, aber hier auch Motor und so weiter. Ja, haben wir 4 Stück. Über. Also 4 Stücke auf jeden Fall bauen in jede Himmelsrichtung ein. Passt doch. Gut, ich kann den Spike da hinten nicht verbessern. Ich wollte gerade einen Spike ausbessern, aber es passt nicht, komme ich nicht ran. Alter, hier ist ja überall gebuddelt. Ansonsten setzt du einfach einen Woodframe darüber. Nö, passt schon. Ist ja bloß einer, wie es aussieht. Letzter Mal. Oder, welchen meinst du? Wenn du rauskommst, links neben der Hütte. Links neben der Hütte? Auf der linken Flanke. Bei der Baumwollflanke. Hier unter mir. Was hat er kaputt, meinst du? Ach so, ja, kaputt ist er ja nicht, aber halt befleckt ein bisschen kaputt. Ja, da hat es bestimmt gerade Irix drauf gesetzt. Das kann sein, wäre nichts Neues. Ja. Ja, ansonsten. Ja. Ich überlege gerade hier das Bett zu zerhacken. Gehört Irix. Werbestress hier. Mein Penis ist Stress. Du alte Spreewilder Gurke. Komm her, Luxa, ich wollte auf dich schn. Auf dich schn. Ich glaube, Luxa sollte mal eine Bettrolle setzen, weil. Ja, ich hab deinen Platz weggenommen. Nee, hier ist er, hier draußen. Ich wollte schon sagen, ich hab doch letztens eine gebaut. Ataboom. Ja, hinter dir. Hier ist noch eine Quest, falls jemand eine Quest machen möchte. Der Zweig ist unten links. Hunde töten. Na, Hunde haben wir jetzt hier keine. Horde? Stimmt, wir haben, guck mal, wir haben schon Tag 21. Irgendwas. Ah, genau, das kann ich auch nicht. Alter, Alter, du hast aber auch einen heißen Hintern, Junge, in der geilen Jeans und diese Schuhe dazu. Ja. Pro-Gamer halt. Ups, jetzt hast du einen dicken Bolzen im Arsch. Danke, dass du gesagt hast. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte mir neue Bolzen rausnehmen. Gerne. Kenn dich doch, Alter. Ich kenn dich doch. So. So, Fleisch und Eier habe ich auch reingepackt. Also Eier habe ich reingepackt. Das heißt, wir haben da auch genug Fleisch und Eier jetzt, ja? Aber warum sind das noch nicht gekocht? Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Kann ich auch selber machen, theoretisch. Ja, Androhen, was ist denn wegen hier lecker, Schmecker, Feinschmecker und so? Okay. Machen wir alles Bacon und Eggs 13 Stück, wa? So. Wie sieht's aus mit Grilled Meat oder Cooked Meat? Solange wir noch unterwegs sind, immer können wir auch versuchen, Eier zu fahren. Okay. Wir haben ja jetzt, wenn du das machst, glaube ich, 40 mal Bacon und Eggs oder so. Nee, 13. Achso, ja, insgesamt meinst du denn? Ja, rund 40 Stück musst du haben. 40, ja, 43, 42. Bis soweit. Ja. Dürfte, glaube ich, wieder soweit sein, oder? Ja, kann man machen. Oh, ich verzweifle hier. Wieso machst du denn jetzt Eisen? Wofür? Ich? Keine Ahnung. Sicher.
Man weiß es nicht. Eirix weiß es erst recht nicht. Frag ihn doch nicht, was er macht. Ja, würde passen. Ja. Eirix, was ist mit deiner Kiste eigentlich hier oben? Da schmeiß ich jeden Müll rein, wo ich nicht weiß, wo der hingehört. Den Müll kann. Also die Sachen kannst du alle wegschmeißen, brauchen wir sowieso nicht. Nee, das brauche ich behalten, das behalte ich hier. So, Lady Adder, wir haben es dann auch wieder soweit. Ja, ich wollte Alex nur aufkauen lassen. Hätte ich nicht gemacht. Na doch, Einstand muss sein. Jo. Von meinem Podium hier oben. Hört, liebes Volk, ihr solltet es wissen. Wir werden diese Folge auf jeden Fall vermissen, weil sie ist jetzt zu Ende. Ihr müsst warten, bis die nächste Folge kommt. Haha. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann ja. Haltet es uns mit. Schreibt uns jetzt in die Kommentare, lasst ein Däumchen da und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das kostenlos und schmerzfrei tun. In der Beschreibung findet ihr den Links zu den anderen, auch dort könnt ihr das selber noch tun. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderprächtigen Tag. Ebenso. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.